Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Dredge. Wir gehen raus, wir fahren raus, wir fahren raus, wir fahren raus und versuchen mal auf die Rückseite der Insel zu kommen. Und diesmal wirklich straight, ohne Angeln, ohne alles. Direkt rüber pesen. Das Wetter ist nicht so gut. Ich will keine Zeit verlieren. Beim letzten Versuch, und ihr wart dabei gestern, haben wir hier nochmal ein bisschen versucht, Holzplanken einzunehmen. Das war echt eine ganz dumme Idee. Da haben wir nicht so viel rausgeholt. Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Ja, das muss hier irgendwo sein. Mal ganz kurz gucken, was wir da machen müssen. Achso, nee, das war der Ruheort. Suche nach Relikten. Finde eine Schüssel in den Markstätten. Das muss ja hier irgendwo sein. Na, gucken wir mal. Hm? Dann muss ja hier direkt vor uns irgendwo liegen. Sehen wir hier irgendwo... Wir gucken nochmal auf die Map. Wir haben ja Zeit. Das ist ja gut, dass die... Na, es muss weiter links sein. Hier muss ja... Ah, da, guck mal, da leuchtet es auch rot. Uiuiui. Rotes Leuchten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann mal los. What the heck? What the heck? Da haben wir ihn auch schon in den Schüssel. Oh, wie hier so vielleicht. Hm? Nice. Mission aktualisiert. So, Mission aktualisiert. Gucken wir uns mal an. Ich habe einen großen Schlüssel gefunden. Ich sollte ihn den Sammler auf der Schwarzfelseninsel bringen. Ich weiß auch, dass das ein Achievement gibt. Huhuhu. Okay, dann fahren wir wieder zurück. 12 Uhr. Jetzt können wir noch ein bisschen fischen, würde ich sagen. Also, sofern wir das können. Was haben wir denn da noch? Ein Aal. Hm. Naja, Aale sind jetzt nicht so unbedingt das, was ich brauche. Aber gut, bitteschön. Wirts-Aal. Rot, ein Buch gelesen, durchsuchte Kajüte nach Boni. Machen wir mal. Kajüte nach Boni. Hier, Angelrouten holen Fische 10% effektiver ein. Das ist ja schön. Wunderbar. Wir haben hier fette Aale. Sag mal das so. Allerhand Aale. Das sind auch nochmal Aale. Die machen wir jetzt nicht, weil wir haben nicht mehr so viel Platz hier bei den Aalen. Wir fahren nochmal zurück. Ich bin ja grundsätzlich eher so ein Schisser, ne? Also das heißt eher mal kein Risiko eingehen, jetzt mal nicht hier irgendwie nachts großartig rumfahren. Andererseits muss man natürlich auch gucken. Ja, müssen wir auch gucken, dass wir zu Rande kommen. Das ist wirklich bedauerlich hier mit dem Fischen. Einen können wir noch, aber der Fischgrund ist schon ausgeschöpft. Was haben wir denn hier noch Schickes? Schwarzer Zackenbarsch. Ja, der ist auch wieder blöd. Hm. Können wir ihn ins Lager stecken? Warte mal eben. Hier platzierte Objekte gehen verloren. Was kostet der denn frisch? 30 cm. Den sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Dann werden wir mal einen von denen vielleicht... Wie kriegen wir die denn jetzt hier sortiert? Gar nicht, oder? Nein, die kriegen wir gar nicht sortiert. Das ist ja blöd. Da müssen wir wirklich so ein Aal wegwerfen. Das ist ja bedauerlich. Aber wir müssen eine ganze Menge wegwerfen, oder? Hm. Wir kriegen
ist nicht anders sortiert, oder? Ich bin gerade irgendwie neben der Spur, ich weiß es auch nicht genau, aber es sieht jetzt nicht danach aus, als würde das gehen. Mal vielleicht doch. So. Naja, da müssen wir halt ein Ei wegmachen lassen, also weglassen. Das ist bedauerlich, aber na gut, so ist es dann vielleicht mal. So, dann legen wir mal an. Ich würde interessieren, wie weit seid ihr denn so im Spiel? Hast du schon den Fisch für die Bestellung? Ja, klar. Lass uns einfach hier, was du schon hast. Schwarzer Zackenbarsch. Sehr gut. Der Fischhändler wickelt den Fisch ein und gibt dir ein wenig Geld. 82, immerhin. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Nachts zu fischen ist schwierig. Ich wollte eine neue Geschäftsidee mit dir diskutieren. Es geht dabei um Krabbenkörbe. Ich habe hier tatsächlich einen für dich. Er ist ein bisschen verbeult, aber du könntest ihn bei der Schiffsbauerin reparieren lassen. Ja dann. Lebensdauer 2 Tage. Ausbeute 1 bis 2 pro Tag. Fassungsvermögen 3x3. Nehmen wir mal mit. Fähigkeit freigeschaltet. Krabbenkorb. Bringe Krabbenkörbe aus. Standort nicht vergessen. Okay. Sollte unkompliziert sein. Wirf das Ding auf See einfach irgendwo aus und nach 1 bis 2 Tagen siehst du nach, ob du was gefangen hast. Ich habe da einen Kunden, der möchte eine Winkerkrabbe und eine gemeine Strandkrabbe. Beide Arten findet man hier in der Gegend. Was für ein lausiges Wetter. Da will man morgens kaum aus den Federn. Aber du und ich, wir müssen durchhalten, was? Wir sorgen dafür, dass die Menschen nicht hungern. Okay, wir verkaufen erstmal die Fische. Für 7 und irgendwas. Oh, jetzt guck mal, jetzt haben wir richtig viel Kohle. Das ist gut. Laden des Fischhändlers. Was ist denn das? Dienstdauer 3 Tage. Was kostet der Spaß denn? 1 bis 2 pro Tag. Die sind alle gleich. Also 100. Na, wir gucken erstmal, was die Schiffsbauerin reparieren kann. Deine Ausrüstung kann deine Wartung vertragen. Wir können das hier reparieren. Reparaturmodus. Reparieren für $7.50. Na gut. Und jetzt nochmal gucken. Wir hatten doch hier diese Angel hier. Guck mal, 3 Stunden. 50% Fanggeschwindigkeit macht Küstennähe und Flachwasser. Fanggeschwindigkeit würde hier besser und wir haben Küstennähe. Und das würde auch besser werden. Wir verkaufen das mal. Warte mal. Wir verkaufen das mal. Und die hier auch. Wir kaufen uns dafür die hier für 460. Die kann nämlich beides, ne? Flachwasser und Küstennähe. Einfache Angelroute. Naja, sorry. Naja, so ist das jetzt wohl gerade mal. Motor können wir keine machen. Lampen haben wir auch gar keinen Spot mehr. Also können wir hier gerade nichts mehr tun. In der Kajüte haben wir noch was bei den Missionen. Der Fischhändler hat eine gemeine Strandkrabbe und eine Winkerkrabbe bestellt. Alles klar, das kriegen wir hin. Wo können wir das Gold hinbringen? Die Enzyklopädie haben wir nochmal angeklickt, damit das Ding sie hier verschwindet. Gut, aber das können wir ja ausbringen. Ja, ich würde sagen, das war's dann, oder? Schlafen wir mal eine Runde. Cool. So. Ich würde sagen, wir legen mal ab. Wählen den Krabbenkorb mit E aus und legen ihn mit M aus. Mit der Zeit füllt er sich. Ich würde sagen, wir legen ihn einfach mal hier direkt vor die Türe. Aber benötigt auch häufige Reparaturen. Hier Krabbenkorb. Okay. Und dann fahren wir da schnell mal darüber. Wir können ja immer noch gucken, ob das bei Zeiten dann was gibt. Wie cool. Okay, wir machen mal hier die Lampe wieder an. Anlegen. Vorsichtig bitte. Wunderbar. Du betrittst das Haus des Sammlers. Er steht im hinteren Teil des Zimmers und hält immer noch das silbern-purpurne Buch in den Händen. Er wirkt ungeduldig. Nun,
Du hast doch etwas für mich, oder? Zeig es mir. Du gibst ihm den Schlüssel. Das kalte Metall hat in seinen Händen einen seltsamen Glanz. Die Form des Schlüssels, der Bart, der Kopf sehen irgendwie verändert aus. Irgendwie kleiner. War das schon immer so? Ist das alles? Wo ist das Schloss? Der Sammler wird unruhig. Die Teile, nach denen wir gesucht haben, sind wohl weiter fortgetragen worden als angenommen. Sehr viel weiter. In diesem Fall würde ich dir gerne helfen. Er blättert ein paar Seiten in seinem Buch um und murmelt vor sich hin. Ein Lichtblitz blendet dich und du gerätst kurz ins Taumeln. Geh nun, wir müssen noch mehr Relikte finden. Jetzt hast du die, was? Mein Gefühl sagt mir, dass die Strömung Wrackteile Richtung Südosten getragen haben könnte, zu den Sturmklippen. Sieh dort zuerst nach. Ich markiere eine Stelle auf einer Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Noch etwas? Was haben die Worte mit mir gemacht? Das Buch birgt die Macht der Tiefe in sich. Ich habe seine Kräfte lediglich auf dich erweitert. Gibt es eine Kraft, die dich besonders interessiert? Ja, Eile. Die Eile-Formel ist grausam und wirkt instantan. Instant. Sie verleiht deinem Boot schreckliche Geschwindigkeit. Sei jedoch gewarnt. Deine Motoren werden dabei extrem Belastungen ausgesetzt. Gibt es noch andere Kräfte, über die du gern mehr erfahren würdest? Nein, wie lange lebst du schon hier? Vor langer Zeit war ich ein Fischer, so wie mein Vater vor mir. Aber vor 20 Jahren ließ ich mich hier nieder. Ich musste mich auf andere Projekte konzentrieren. Ich bemerkte, dass dieser Insel eine besondere Kraft innewohnt. Diese dunklen Basaltsäulen, die sich weit in die Tiefe erstrecken. Noch etwas? Weißt du, wem die Relikte gehört haben? Jetzt wollen wir die ganze Story auch hören. Ja. Wem? Er sieht dich an. Für einen Moment flackert so etwas wie Bedauern in seinen Augen. Einem alten Freund. Noch etwas? Wo soll ich nochmal den Relikten suchen? Mein Gefühl sagt mir, bla bla bla, das hatten wir ja schon. Alles klar. Er markiert etwas. Nein, ich breche jetzt auf. Beziehungsweise wir gucken uns das auf der Karte mal an. Er hat das jetzt markiert. Oh, hier Sturmklippen. Okay. Frage der Fragen ist natürlich, wie können wir denn jetzt die Eile... Wie können wir denn die Eile jetzt aktivieren? Warte mal, hier in der Werkstatt vielleicht. Die Werkstatt sieht aus, als wäre sie schon seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt worden. Geh hinein. Sie ist abgesperrt, alles klar. Es ist also immer noch das Gleiche. Eile erhöht die Geschwindigkeit deiner Motoren, lässt aber auch Panik und Motorentemperatur steigen. Mit Eile, wähle Eile mit E aus und halte dann hin gedrückt. Das hier ist Eile. Och, weißt du, ich würde mal Folgendes vorschlagen, wir machen mal noch ganz gechillt. Oh, sorry. Oh, Rumpf beschädigt. Aua, das wollte ich nicht. Upsi. Eieiei. Okay. So komische Geräusche. Ich bin am Angeln, mich kann nichts aufhalten. Ich höre einfach nicht. Oh, was ist das denn? Ach, der Rumpf ist beschädigt. Ach, du ahnst es nicht. Ja gut, das muss ich dann reparieren lassen. Das ist natürlich bedauerlich. Wir fangen ein paar Fische, damit wir uns ein bisschen was leisten können. Und natürlich auch nochmal gucken, ob wir... Ich glaube, das hier ist ein größeres, ne? Das können wir eh nicht... Genau. Da ist nochmal was. Vielleicht ein paar Holzplanken. Oh Mann, da bin ich voll gegen den Stein gerast. Sehr gut. Oh, Holzplanken. Nice. Ich will mehr Holzplanken. Komm. Sehr gut. Noch eine Holzplanke? Nein, leider erschöpft. Schade. Und auch hier noch gucken, ob wir hier was fischen können. Das sieht aus wie Rochen. Ja, Rochen haben wir noch nicht gehabt. Okay, okay. what? Okay, noch einen Rochen kriegen wir eh nicht unter, oder? Selbst mit gutem Willen kriegen wir keine Rochen unter. Krass.
krasser Schissel. Oh, jetzt ist das weg. Na gut. Hier vielleicht noch ein bisschen fischen. Ein kleines bisschen was. Kriegen wir noch so einen, einen kriegen wir noch rein. Okay. Ja, hier das Ding ist natürlich ein Problem. Ne? Sonst könnten wir hier vielleicht hier noch einen hinpacken. Und ja, das ist leider das Problem. Na gut, da müssen wir leider von dann ziehen und unser Schiffchen erstmal reparieren. Sehen wir jetzt, wie viel hier passiert ist in dem Ding. Korb prüfen. 2 Tage verbleibend, alles nehmen, einsammeln. Nein, wir lassen das einfach da, wo es ist. Und fahren auf die See hinaus. Also ich meine, in den Hafen. Sorry, falsche Richtung. Oh, seht ihr das da links? Hier, hier hinten war was. Hm. Die Leuchtturmwächterin kommt aus dem dunklen Wald, der die Stadt umgibt. Sie kommt auf die Docks. Sie sieht irgendwie verwirrt aus. Hm. Ah, du bist es. Wen hattest du denn erwartet? Deine Motoren, sie klingen wie... Es tut mir leid, ich habe dein Boot mit einem... mit dem eines alten Freundes verwechselt. Niedergeschlagen dreht sie sich um und geht zum Leuchtturm zurück. Mann, das ist ja traurig. Ich hoffe, die Möwen haben dich haben sich deinen Fang nicht geschnappt. Die sind eine echte Plage. Nee, alles gut. Jetzt müssen wir leider tatsächlich hier nochmal... Ja, ramponiert. Reparieren für 30. Eieiei. Ja, das ist leider so. Noch ein Dings können wir nicht machen. Noch eine Lampe können wir auch nicht. Wir haben leider nur die eine Lampe und die sind alle gleich gut oder auch nicht. Ach, die hier, guck mal, die könnten wir mit 750 Lumen. Reichweite 20 Meter. Ja, machen wir das doch. Verkaufen wir die hier. Wir kaufen uns hier so eine, die beste, die wir haben. Eine Stunde. Ist ja gut. Jetzt haben wir das nochmal verbessert hier. Wunderbar. Zurück in die Stadt. Jetzt haben wir aber auch noch, warte mal. Was hatten wir denn hier? Das könnten wir uns jetzt leisten, nicht wahr? Dann ist viele jetzt mal Frachtplätze für die Aufnahme von Angeln. Modifiziert jetzt nämlich auch von Netzen. Das können wir zwar nicht leisten, aber wir können zumindest ausbauen. Motoren. Von Scheinwerfern. Also ich würde... Ja, ich weiß es gar nicht. Was können wir uns denn da leisten? Für die Aufnahme von Netzen. Wir machen das hier mal. So, aus dem Lager setzen wir das mal rein, weil ich glaube. So. Netze haben wir noch nicht. Das heißt, wir werden morgen uns die Netze schnappen. Und wir können ja mal hier. Ja, ich glaube, Motoren sind auch nicht so schlecht. Da packen wir auch mal eins rein. So. Nur damit wir das da schon mal so ein bisschen eingebaut haben. Enzyklopädie-Mission. Was wollte die? 2 Bauholz und 2 Schrott. Okay, Bauholz kriegen wir, aber Schrott ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ne? Ah, spannend. Spannend. So, und jetzt würde ich doch sagen, wir gucken nochmal, was wir jetzt machen. Ob wir jetzt... Hier brauchen wir nicht hinfahren. Okay, fischen wir einmal oder was machen wir? Wir legen ab und fahren mal da hinten zur Schwarzfelsen-Steinküsten-Wildheit. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Ich habe hier weiter drauf gedrückt. Ah, Gott, okay.
falschen Knopf gedrückt. Na gut. Dann gehen wir mal ganz kurz noch ein bisschen fischen. Mehr machen wir dann nicht. Ach, ärgerlich. Jetzt habe ich den Tag einfach versaut. Naja, gut. Passiert manchmal. Uiuiui. Vieläugige Makrele. Ekelhaft. So, wir fischen hier einfach mal alles leer. Kein Problem. Hier ist auch noch... Hier ist auch weg. Das Ding. Das Ding mal checken. Alles neben ist auch schön. Da ist gar nichts drin. Bedauerlicher Scheiß. So, dann noch ein paar schicke Kalmare hier. Auch immer wieder lecker. Schön beim Griechen mit ein paar leckeren. Hier ist noch was. Lecker Aal. Upsa. Ah, da können wir noch ein paar. Oh ne, ist schon erschöpft. Schade. Was ist das hier? Ach ja, das war die. Ah, da war eigentlich einfach nichts drin. Naja, gut. Da weiß ich noch nicht, ob sich das lohnt tatsächlich. Erschöpft. Na dann. Ah, jetzt haben wir den Tag ein bisschen verkackt. Na gut, ist halt mal so. So, einmal zum Fischhändler. Einmal alles verkaufen. Du solltest, solltest du je auf die Jagd nach besonderen Arten gehen, konsultiere deine Enzyklopädie. Dort findest du alle nötigen Informationen. Okay, machen wir. 100 für so ein Ding. Bevor wir das kaufen, warten wir mal ab, was das Ding überhaupt kann. Ne? So, jetzt machen wir aber das richtige Dings. So. Und legen ab. Legen ab und gucken mal, dass wir hier schnell rüberkommen. Irgendwas riecht hier komisch heute. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber irgendwas riecht komisch. Wir müssen hier hin. Können wir dann... Also wir müssen so links an der Schwarzfelseninsel quasi links vorbei und dann straight runter. Okay. So, dann gucken wir mal. Eile. Damit... Okay. Da wird alles ziemlich rot hier auf dem Weg. Auch nicht schlecht. Der Stein summt leise und lässt die dich umgebende Luft vibrieren. Auf seiner Oberfläche flackern zarte Formen, die verschwinden, sobald du sie näher betrachten willst. Lege deine Hand auf den Stein. Der kalte Stein reagiert nicht auf deine Berührung. Der Stein summt leise. Okay. Dann fahren wir mal weiter. Wir müssen irgendwie hier, glaube ich, hin. Da in die Richtung. Oh, Makrele. Ah, das hier vielleicht, ne? Eile. Und Feuer. Ich habe was ganz genau im Blick da hinten. Wie viel hier genau passiert. Jetzt scheint das ein bisschen nach oben unten zu gehen. Das macht mir ein bisschen Angst. Wir gucken mal ganz gut auf die Map. Wir müssen uns ein bisschen mehr links halten. Also hier so hin. Ist das die richtige Richtung? Noch mehr links. Das ist da. Ist das es vielleicht? Ist es am Ende da hinten dieses... Ja, das scheint es zu sein. Sehr gut. Ich will mein Glück mit dem nicht so übertreiben. Andererseits will ich auch irgendwann mal ankommen. Das war sehr knapp.
Gut, vielleicht können wir auch hier ein paar Fische fangen und verkaufen. Das wäre natürlich nice. Gibt es hier am Ende auch ein Seeungeheuer? Ich meine, so ein Kalmaris oder sowas. Irgendwas, was uns richtig hart bekannt vorkommt. Hey, guck mal, ein kleines Fischli. Noch ein kleines Fischli. Wie süß, noch ein Fischli. Jetzt haben wir so ganz kleine, viele Fischlis. Oh, wie süß. Wir nehmen die ganze Familie mit, würde ich sagen. Knirscherbarsch. Okay. Wir gucken mal hier hin. Oh, wir dürfen das da hinten nicht aus den Augen lassen. Hier. Das möchte ich. Artefaktmanifest der Kajüte hinzugefügt. Was macht hier so komische Geräusche? Irgendwas macht hier komische Geräusche. Oh. Ja. Mhm. Wir versuchen mal, da anzulegen. Ein alter Mann taucht aus einem der verfallenen Gebäude auf und humpelt auf dich zu. Oh, seid gegrüßt. Ich bekomme hier nicht oft Besuch. Was ist dein Begehr? Hier scheint es nicht sicher zu sein. Warum lebst du hier? Ei. Ich habe hier lange ausgehalten. Um ehrlich zu sein, habe ich meine Situation neu überdacht. Ich war hier so lange glücklich. Meine Frau und ich hatten ein wunderbares Leben bis zum Zusammenbruch. Jetzt bin ich allein und abgeschnitten durch Wasser und Land, umgeben von zitternden Felsen. Ich könnte dir helfen, nach Unfeld zu ziehen. So einfach ist das nicht. Mein Bruder würde niemals... Ich habe früher mit meinem Bruder in Unfeld gelebt. Damals war er Walfänger. Es lief nicht gut. Wir haben uns oft gestritten, vor allem um das Erbe unserer Eltern und dessen gerechte Aufteilung. Wir waren jung und dumm. Als meine Frau und ich beschlossen, hierher zu ziehen, nahm ich das Familienwappen einfach mit. Ich habe es ihm gestohlen. Und jetzt, nach all der Zeit, kann ich ohne es nicht zurückkommen. Wo ist es denn? Tja, das ist das Problem. Nach dem Zusammenbruch hat diese Kreatur den Schutt der Häuser in ihren Bau gezerrt und das Familienwappen war darunter. Es ist aussichtslos, ich weiß, aber wenn du es finden würdest, es ist ziemlich groß, aus Walfischknochen. Es würde mir enorm viel bedeuten. Ja. Ich suche mal danach. Danke, aber sei bitte vorsichtig. Ruinen. Das ist der Eremit und das ist mein Lager. Ich will mal ganz kurz, bevor wir jetzt Schluss machen für heute, ganz kurz gucken, wo ich bin. Ich bin hier und ich muss aber jetzt... Uiuiui. Da irgendwie hin. Können wir nochmal die Mission uns angucken. Ich finde das Familienwappen bei den Sturmklippen. Okay, das haben wir ja gerade gesehen. Suche nach Relikten. Ich finde die Musiktruhe in den Sturmklippen. Ich bin in den Sturmklippen, ne? Sturmklippen? Sturmklippen. Ich muss die Musiktruhe finden. Okay. Und wir haben eine Nachricht. Die lesen wir noch. Boot SY Grand Prize. Mr. Michael Schult. Hafen Sturmklippen. Musiktruhe aus Eichenholz. Zu einem Schnäppchenpreis erworben. Von einem Antiquitätenhändler in Kleinmark. Vorher geborgen aus seinem unbekannten Schiffswrack. Auf der Unterseite wurde der Buchstabe J eingegrenzt. Davon abgesehen ist das Stück in tadellosem Zustand. Wurde bislang nicht geöffnet, aus Sorge den Mechanismus zu beschädigen. Muss noch vom Schlosser begutachtet werden. Hölzerne Maske, geschnitzte exotische Holzmaske, soll angeblich Glück bringen, sowie Fruchtbarkeit, Gesundheit, Reichtum, Regen und Schutz vor bösen Geistern. Eingetauscht gegen ein paar Socken und die Kette einer Taschenuhr. 12-teiliges Teeservice, Porzellan, 6 Tassen, 6 Untertassen, erworben bei einem asiatischen Händler, nicht benutzen. Glas mit Erde. Ein Einmachglas, gefüllt mit Erde von einer Meteoritenabsturzstelle angeblich. Interessant, 3 von 12 haben wir schon. Und die Enzyklopädie, was auch immer das bedeutet. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss für heute. Vielen Dank. Wir müssen mal schauen, was wir hier mit den Ruinen machen. Ja, das machen wir aber nächstes Mal. Also, macht's gut. Bis dahin.